Hey Leute, willkommen zu einem erneuten F1 Manager Video. Heute sind wir wieder mit der Alpine-Karriere dabei. Und heute geht's für uns nach Baku zum 8. Saisonrennen. Und da geht's da jetzt auch direkt hin. Ich werde dich im Training mal Oscar Piastri einsetzen, damit er ein bisschen Fahrzeit kriegt. Dann ist es mal ein bisschen so eine Hallo aus Baku, wo wir uns hier beim großen Preis von Aserbaidschan auf ein Rennwochenende zwischen Mittelalter und Moderne freuen. Die Fahrer kämpfen auf den Straßen des Baku City Circuit, einer wirklich widersprüchlichen Strecke. Von der langen Hauptgeraden, idealerweise mit so wenig Luftwiderstand wie möglich, bis zu den engen Kurven, in denen es Abtrieb braucht. Viel Arbeit für die Teams, diese Abstimmung zu finden. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Saison hinter uns. Noch immer genügend Zeit, dass sich alles ändert. Alle Augen sind auf die Teams gerichtet und wie sie den Rest des Jahres angehen. Nun denn, fangen wir ohne weitere Umschweife an. Radio check. Radio check. Green light. Das Regen ist das Recht, im Alpin zu sitzen. Sieht man voll an die Rundenzeiten, wie schön er ist. How was the balance? Feels good so far. Okay. When you can, let us know how the balance is.
Ups, kaputt. Ich glaube, es gab einen Unfall. Da ist die Wiederholung. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Und es gibt einen Unfall. Bisschen fahren hier, ein bisschen. Da hat sich wohl ein Wagen gedreht. Session, hold on. What is it doing to me? Ich bin für 12 gefunden worden. Zum zweiten Dreh zum Quali-Simulieren bestätigen. Leider. Willkommen zurück zu einem aufregenden Wochenende voller F1-Action, wo auf das Training nun das Qualifying folgen wird. Die Spannung steigt heute weiter und die Erwartung im Fahrerlager wächst kontinuierlich. Nach dem Ende des freien Trainings müssen die Fahrer diese Strecke in- und auswendig kennen, um eine starke Startposition zu erreichen. 20 Autos gehen auf die Strecke, alle mit Ambitionen auf die Pole. Schnallen Sie sich an, das ist die F1. Quick radio check. Radio check, okay. Radio check.
Eigentlich muss 5:01 damit durch sein, wenn nichts passiert. Okay, you can speed up, please. Speed up. Copy. Zur Aufgabe vom Essen. Alright, buddy, good job once again. See you in the office shortly. Q2 kommen, haben wir Glück auf der Strecke. Radio check. I think it's okay.
So, die beiden sind jetzt auf der letzten fliegenden Runden. Das sind sie mal bei Fernando auf das PS-Bahn. Und ab geht's. Session all in all, I think. Still learned a lot. It's 92. Ich glaube, Esteban wird nicht durchkommen. Eine 46. Und was kommt von Esteban? Esteban kommt nicht durch. Der wird 11. mit Glück. Der wird 12. Fernando ist wenigstens durchgekommen. Weiter geht's ins Q3 hier in Aserbaidschan. Fortfahren, Alonso ist weitergekommen. Lopez Zuma, Qualifying vorbei. Going on a radio check. I think it's okay. Green light. Mal, wie viel besser schnelle Reifen sind. Und ich hoffe, dass die schon was bringen. Schon mal schneller lassen. Ich weiß nicht, wie viel. Session over. Die Zeit ist reif für den Kampf. Es ist Renntag.
Das war jetzt keine übertrieben gute Leistung von Alpine im Qualifying, aber im Rennen stehen ihnen alle Möglichkeiten offen. Mercedes hat im Qualifying ein passables Ergebnis abgeliefert und das Team hat nun alle Chancen auf ein gutes Rennergebnis. Und prachtvoller Sonnenschein hier und heute. Perfektes Wetter, Teams und Fahrer können uns also zeigen, wozu sie in der Lage sind. Machen wir uns jetzt bereit für die Action beim großen Preis von Aserbaidschan. Es ist kaum eine Wolke zu sehen. Nichts kann die gespannte Stimmung hier an der Strecke also trüben. Ich sehe hier Fernando Alonso. Keine Platzierung unter den ersten drei. Aber das kann sich im Rennverlauf schnell ändern. Etwas weiter hinten haben wir Esteban Ocon. Mit einem Rennstart aus der zweiten Hälfte der Aufstellung muss einiges an Boden gut gemacht werden. Die Teams sind startklar. Darauf haben wir alle gewartet. Der große Preis von Aserbaidschan. Das Startsignal erlischt und los geht's. DRS enabled, DRS enabled. Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Mercedes hat einen Platz gut gemacht. Mercedes rückt um einen Platz vor. Alpine hat sich gerade verbessert.
Mercedes hat einen Platz gut gemacht. Alpha Tauri hat sich um eine Position verbessert. Da schleudert jemand. Sehen wir mal, was da passiert ist. Sehen wir uns das an. Es ist Lance Stroll. Was? Ein gutes Überholmanöver von Alpine. Boxes lap, please confirm. Okay, copy, box. You need to lift. Yeah, copy me. Und McLaren mit einem tollen Überholmanöver. Watch for fuel. Copy. Thank you.
Alpine hat sich gerade verbessert. And DRS is disabled. Gerade hat sich ein Unfall ereignet. Safety car in this lap. Safety car in this lap. Copy that. Ein gutes Überholmanöver von Alpine. DRS enabled this lap. DRS is disabled. Copy. Was für ein tadelloses Wochenende hier von Fernando Alonso. Sein Team muss stolz sein. Sehr gutes Rennen von uns. Das Safety Car hat uns sehr gut. Sie sind sicher sehr zufrieden. Dieser Podiumsplatz ist eine echte Leistung und wurde mit Stil errungen. Erneut eine großartige Fahrt, mit welcher der Veteran seine beeindruckende F1-Podiumsliste weiter ausbaut. Es war ein enges Rennen zwischen den drei Fahrern, die alle wichtigen Punkte für das Team sichern konnten. Tolle Leistung von Alpine heute. Rundum hochwertige Qualität. Das war richtig spannend. Sie haben exzellente Arbeit geleistet und der Applaus ist hochverdient. Nach diesem Resultat hat das Team den 4. Platz in der Konstrukteurswertung. In der nächsten Runde der F1 reisen die Teams zum Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, wo der große Preis von Kanada stattfinden wird. Wären wir vielleicht im Zug vorbeigekommen, noch hätten wir hier im Verkehr sehr viel verloren, wenn Fernando Alonso in der letzten Runde komplett durchgepusht hat. Connor hat immer nur
alle Ziele erreichen. Schnellzone zur Platzierung. Aserbaidschan, die Erwartung des Vorstands. Zum Fahrer für den Tillmann. Das Fahrer PS Jahr 3. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video und liken, abonnieren und kommentieren.